So, Freunde der gepflegten modernen Unterhaltung, es geht weiter mit dem letzten Level dieser Story. Runes at the bottom of the sea, captured syrup. Sirup. Ich sag Sirup. Klingt so schön deutsch. Ja, wir sollen ja Captain Sirup hier finden. Aber diese Atlantis-Welt ist echt heftig. Aber weil es der letzte Level ist, ist es ja klar, dass wir in diesem Part dann die nächste Story beginnen werden. OMG, so viel in einem Part, unglaublich. Hier ist ein Schalter, den aktiviere ich gleich mal. Mach mich ruhig fett, das ist kein Problem. Ein bisschen Hüftgold ist ja nicht verkehrt. Ich sagte ein bisschen. Kabums. Du auch. Weg. Aber warum Wario dann lila wird? Tja, das muss der Game Boy Color mir beantworten. Dafür, dass es eins der frühesten Game Boy Color Spiele war, ist es doch recht farbenprächtig. Okay, jetzt, das Level ist ein schlechtes Beispiel. Oben geht was ab. Bumbatz. Will ich hier hin? Ja, Mann. Was werft ihr denn da dauernd für einen Schmodder? Lass mich in Ruhe die Millionen einsacken und dann ramm ich dich weg. So. Hier ist Feines. Jetzt habe ich mich hier noch gar nicht umgeguckt mit dem Schalter in Original. Du gehst mir jetzt aber brutal auf die Nerven. Da. Das hätte mir auch nicht viel gebracht, ne? Alter Schalter. Okay, da komme ich wieder an den Start, deswegen gehe ich jetzt erstmal hier lang. Schwuppdiwupp. Unangenehm. Obwohl man da runter könnte. Verzauberst du mich? Komm, verzauber mich. Aber das geht doch mit dem Dicken gar nicht. Mini Wario. Er muss ja mal aufs Klo. Auch nur für ein paar Coins. Ja, ihr seid aber zwei. Ihr steckt unter einer Decke, kann das sein? Habe ich das noch gebraucht? Ich hab's geahnt. Hey! 100 Münzen. Magic! Ich will Magic! Warum könnt ihr keine Magic machen? Wolski. Bums. Lass mich durch! Und Wasser macht nasser. Sehr schön. Der Weg geht weiter. Bam, bam. Ich bleib jetzt erstmal hier oben, weil ich habe mich noch nicht ganz umgeschaut. Bam, bam. Ah, der Boss. Na, nicht so gut. Dann gucke ich mich doch lieber unten um, wenn das die Tür zum Glück ist. Ja, es ist sie, die Tür zum Glück. Zum Glück. Zum Glück ist sie das. Dann ist alles, alles cool. Wir haben den Boss und wir haben unseren Schatz, haben wir gleich, wenn wir Foka gefunden haben. Jep, zweite Stelle. Gelle? Gelle, Gelle, zweite Stelle. Das geht auf die Galle. What the? Ich kann es gar nicht erkennen. Ein Wal? Weil genau diesen Schatz gab es auch schon in Teil 1. Und so ein spritzender Wal. Schulterzuck. So, dann stellen wir uns den Boss. Ja, was ging denn mit dir schief, Captain Sirup? Oh, da ist der Übeltäter mit Augenbrauen. Er sieht Wario verdammt ähnlich. Ihr könnt schon raten, wo wir nicht rein sollen. Warte mal. Wer ist denn jetzt? Oh nein. Ich wollte auf die Birne springen. Argel. Spiele mit der Orgel und hast du ein Argel. Ich kaufe ein Ernstl. Was ist denn hier noch Feines? Na, hör mal. Ich überbrücke mein Unskill damit, hier irgendwelche Münzen einzukassieren. Was ist denn das hier? Ich will mich nicht zu weit wegbegeben. Komm, wir gehen zurück zum Boss-Face. Blubberblasen. Nein! Peinlich. So. Ja, der eine ist nur ein Geist. Und das geht mir auf den Geist. Du bist schon wieder hier, wer die Seifenblase zurückgeholt. Ist das logisch? Ist das logisch?
Ach man! Was hat denn das für ein Radius? Okay, Pixelarbeit, Pixelarbeit. Hab schon verstanden. Jawohl. Wollen wir doch mal sehen. Wer zuletzt lacht, lacht am lautesten. Aber wenigstens ist sie auch weg. Das Problem hat sich in Luft aufgelöst. Nur wo sind unsere Schätze? Na, schon besser. Also gut. Oh! Ja, was? Ja, was? What can I do for you? True for you. Nee. Was ist denn das? Warum spielen diese Bosse immer nur darauf an, dass man nach oben weg geht? Finde ich nicht sehr lustig. Außerdem hast du die Augenbrauen von Wario gestohlen. Ich gehe da halt da weg. Na? Noch nicht so ganz, aber jetzt. Ja, claro. Ja! Jetzt sehe ich gar nicht mehr, welcher der echte war. Ah, okay. Ich kann doch nur der echte verletzen, oder was? Die anderen Blasen sind einfach nur zur Täuschung. Haben wir die Luft rausgelassen. Mal wieder echt ein Schnulli-Boss. Aber egal, komm. Wir haben es geschafft. Ich habe die Lizenz zum ab und zu mal blöd anstellen. Das scheint dieser Wal zu sein. Der hat oben diese Wasserfontäne. Oh je, wagen wir es. Haben noch ein paar Münzen übrig, deswegen alles cool. Es könnte sein, eine 5. Eine 3, eine 5. Eigentlich nur noch eine 3. Ja. Kning, 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 kning. So, die Story wäre geschafft. Wir gucken uns jetzt das Outro an. Die Credits werden mal wieder übersprungen. Bam. Dalalala. Keep power on. Behandelt man so eine Frau? Nur die, die es verdient haben. Oh ja, sehr detailreiches Atlantis. Hast du die jetzt rausgeschlagen da? Weil es unter Wasser so gut geht, ne? Man kennt es wie vom Auto, was unter Wasser ist. Da kannst du auch nicht die Fensterscheibe kaputt schlagen. Geht nicht, weil du hast Wasserwiderstand. Genauso kann Daddy nicht einfach... Lassen wir das. Daumen hoch! Yay! Danke, Wario. Was würde ich nur ohne dich tun? WL2. Ja, die Credits. Ich sag's gerne wieder. Wenn wir das Spiel und das Let's Play jetzt zu Ende haben, schauen wir uns die Credits in Ruhe an. Er schwimmt. Er schwimmt jetzt mit den Schätzen, die über ihn schweben, nach Hause. Verstehe. So, deswegen Turbo-Taste. Da schwimmt er. Zurück an sein Schloss. Und damit ist auch diese Story zu Ende. 80% geschafft. Es ist nur noch ein Katzensprung. Schaut euch an, das fehlt nur noch. Das bisschen da. Das bisschen da. So, ich fürchte, ich muss Reset machen, weil sonst geht das hier ewig. Deswegen Reset. Continue. Clear Data. Ja. So. Ich will mal gucken, wie viel das Storyline war. Das war die erste Alternative, die zweite Alternative. Das ist die dritte Alternative gewesen. Eigentlich ein Secret und ein Secret, oder? Ja, schon. Jetzt nur noch diese beiden. Gut, sieht aus, als fangen wir damit an. Wobei da was... Ich glaube, von dem Panel ist es dann durcheinander. Muss man mal gucken. Ich glaube, ich weiß, wo der Secret Exit ist, aber der war böse versteckt. Das war nicht hier. Böses Level. Geh's mal an die Nieren. Blub, blub, blub. Schwuppdiwupp. Das ist Ziel. Aber das Falsche, das will ich nicht. Ja. Pass auf.
Hä? Nicht hier? Unter dem? Ja! Böse, oder? So, jetzt haben wir hier ein paar Münzen, gell? Ja. Oh. Hier haben wir... Haben wir hier was? Nein. Hier ist der Secret Exit. Ja, weil das total ersichtlich ist und so. Da müssen wir hin. Aber wie? Blum, 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 blum. Darf uns jetzt auch nicht groß ziehen. Bist ein Schnabeltier, echt jetzt. Weißt du, dass du eine Fledermaus bist, ein Säugetier, aber egal. Bin zu schnell für dich, Baby. Ja, lass mich ein bisschen schneller. So, wie geht das? Okay, alles cool. Ja, also es gibt nicht viele Secret Exits in dem Spiel. Aber die sind schwierig. Bis auf den ersten, wo man einfach schlafen bleiben muss. Gut, das hast du auch schon alles gerafft. Hast du alles? Steh von vorgestern. Hallo, Wario. Denk mal nach. Denk nach, McFly. Denk nach. So. Was ist denn jetzt Tatsache? Wir sind also in der Fabrik. Die watschelt hier barfuß rum. Und freut sich noch immer über die Schätze, die sie eh nicht bekommt. Weil wir sie in jeder Situation besiegen. Und die machen wieder ihr Grumpy Cat Gesicht. Weil sie sehen, dass wir unterwegs sind. Genau. Wie bequem. Mario! 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 Defeat the Giant Spearman. Mysterious Factory. Final Chapter. Biff. Der Biff, der auch sagte, denk nach, McFly. Ja, ein bisschen doof. Also es ist jetzt keine wirkliche Story, sondern einfach eine andere Abzweigung in der... In der Matrix. Nein, andere Abzweigung in der... Boah, wie tief geht das hier eigentlich? Hier ist Ende. B5F. Ja, einfach eine... Das ist nicht so eine krasse Story, finde ich jetzt. Mhm, okay. Ich dachte schon, hier wäre Sackgasse. Hätte mich fast schon gefreut, wenn das eine Sackgasse gewesen wäre, weil das mir zu... so heftig ist. Mensch, was wir in dem Spiel schon an Geld hätten, würden wir auch das ganze Flaschenpfand bekommen. Ja, das habe ich mir schon fast gedacht. Ach nee, wir müssen schnell genug sein. Och, ist das böse. Alter. Also ein bisschen springen vielleicht noch so. Aber so doch nicht. Ich glaube einfach mal nochmal. Ja, einfach nochmal durchwatscheln. Was ist denn das Problem hier? Wario hat O-Beine. Das ist das Problem. Nein! So schnell kann es gehen. Okay. Gut, gut. Alles geil. Oh Mann. Zu viele Wege. Alter, was geht eigentlich mit den Fuzzis ab? Hier noch eine Tür. Okay. Epic. Dabei haben wir gar nicht so viele Münzen gesammelt, aber es wird schon gehen. Bisher ging es immer glatt, oder? Immer bis auf ein... Nee, doch. Das Spiel ging immer glatt. Das Zahlenspiel ging schon daneben. Ja, auch wieder einfach. Wenn er direkt neben dem angezeigt wird, der... Lassen wir das. Lassen wir das. PC. Schön. Ist jetzt bei jedem eine Tür, oder was? Hä? Hä? Ich hab doch Milliarden Sachen ausgelassen. Oder war es doch ein bisschen linearer, als ich dachte? Okay, cool. Geschafft. Klar, was habt ihr denn gedacht? Habt ihr was anderes von mir erwartet?
Der PC. Ja, schöner Computer. 1998 sahen die Computer so aus, ne? Nix mit Flatscreen. Die waren froh, dass sie gerade mal die Maus erfunden hatten. Fast, so ungefähr. Kann alles sein, kann echt alles sein. 8 oder 0, das in der Mitte brauchen wir einfach. Ich habe an eine 9 gedacht. Kann es was anderes sein? Das nicht, das nicht, das nicht. 5 kann es nicht sein, 6 kann es nicht sein, 7 kann es nicht sein, 8 kann es nicht sein. Es muss eine 9 sein. Gut. Yay! Ich hab's gewusst. Habt ihr das gesehen? Wenn ihr jetzt mal auf die Karte guckt, das ist jetzt der letzte Storystrang, also die letzten 5 Panel. Das hasse ich, diese Reihenfolge. Ich hab mich gerade noch vorhin erinnert. Das hier, das untere muss man zuerst machen. Also was hier abgeht. Das macht überhaupt keinen Sinn. Die enden an derselben Stelle, von der Tiefe her. Aber das sieht doch so aus, als müsste man das zuerst machen, ne? Naja. Schnuppe, wir haben jetzt damit angefangen, machen jetzt damit fertig. Ich glaube, das letzte war sogar ziemlich episch, so mit Gruselhaus und Dracula. Und es war grafisch beeindruckend, nicht so wie diese läppische Fabrik hier, die sehr doof aussieht. Ja, hätte ich das mal gewusst. Egal, machen wir trotzdem die Reihenfolge. Ich würde sagen, ja. Was geht denn hier ab? Sag mir nicht für ein paar Münzen. Okay, da ist noch was. Da ist was. Aha. Da sieht man noch den Bierkrug. Den Henkel zumindest. Warte mal, was muss ich machen? Ah, deswegen haben wir hier Wasser. Was ist denn hinter der Tür? Déjà-vu? Nee, das ist woanders. Ah, verstehe. Mein Gefühl sagt mir, ich will irgendwie da hoch, also. Kabum, blub. Kurz mal als Trampolin benutzt. Was ja wohl nichts dagegen, Kompagnon. Das sieht bestimmt spannend aus. Leider kein Minigame hier. Wobei, die Minigames, die müssen ja erst nach einer Zeit kommen, weil man erstmal Münzen sammeln muss, so oder so. Deswegen kommen die in der Regel immer gegen Ende. Ende Gelände. Lass mich durch. Ah! Blödmann. Geil. Türenallüren. Ich wollte schon sagen, immer wenn ich nicht damit rechne, aber diesmal habe ich wirklich irgendwie das als typisch empfunden. Ganz merkwürdige Situation. Oh, der Bad Boy hier. Das ist mal ein Bad Boy. Ich glaube, der war ganz rechts. Ganz genau. Der Schlawi, ne? Was gibt's denn da Feines? Ist es ein Zahnrad oder eine Sonne oder ein Farborden? Kante Orden vor der Wind. Was ist denn das? Was ist. Hä? Überhaupt. Schön. Das da oben, das war wegen Flunder. Irgendwo werde ich zu Flunder gemacht. Die Frage ist halt, wo? Du wegkommst. Haben sie doch ein kleines Rätsel verpackt, ne? Ja. Im sparsamen Quadratpack. Ne, Tetrapack. Lass mich. Oh, was ist das hier für ein. Ich enthalte mich aber. Ah, das kommt mir bekannt vor. Ja, die Level sind schon teils ein bisschen complicated gestrickt, das muss man sagen. Aber leider ab und zu ein bisschen verwirrender. Geht in die Richtung verwirrend. Ach so, hier ist er doch. Boah, ich bin so ein Hampelmann. Ich möchte extra vor dem versteckt, voll unterbewusst. So, jetzt gucken wir mal. Yes. Ich glaube, ich will wieder nach rechts. Ja! Das geht so nicht.
Warum geht das nicht so einfach? Weil einfach ist? Dann ist einfach ja ganz einfach. Voll schwer. Blum. Einfach tragen lassen hier. So. Mein Gott, wir haben den Schatz. Wir haben das Ziel gefunden, aber trotzdem stellen wir uns an wie ein abgelaufener Joghurt. Auf der Scheiße. Ja, das schwingt so komisch hin und her. Diese physikalischen Gesetze. Da muss ich auch erstmal. Also so einfach komme ich da nicht hin. Ganz vergessen, Alter. Blub, blub. Ist das das Rätsels Lösung? Na! Blöd, Mann. Ja, dann muss ich mir was anderes einfallen lassen. Wir müssen da runter. Intelligent! Das ist ja kein Secret Exit, das ist ja ein ganz normaler. Jetzt. So. Ah! Oh, da wollte ich zwar nicht hin, aber am Ende sehe ich, hier wollte ich doch hin. Ah. Ich habe mich erst geärgert, warum komme ich da oben nicht hin, aber... Pff. Okay, Panel. Das ist das viertletzte Panel. Ey, das ist der viertletzte... Naja, nicht ganz. Kommt ja ein Final Level nach dem ganzen Kram. 7. Das kann nichts anderes sein, hätte ich gerade gesagt. 3. 8 ausgeschlossen, 9 ausgeschlossen, 3. Das kann nichts anderes sein, außer eine 7. Ist doch klar. Wie doof, ey. Naja. Ich weiß, ihr bleibt mir treu, dass ihr auch die andere Welt da links seht. Die wir dann, ja, beginnen mit dem nächsten Part. Man wird sehen. Auf keinen Fall vergessen, auf jeden Fall geht's gegen Ende. Daumen hoch und bis zum nächsten Mal. Bis dann und ciao!